Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3, kommentiert von Black Hand. Und das letzte Mal hatten wir es etwas eilig, denn ja, ich hatte zeitliche Probleme ein wenig und dieses Mal kein Gast. Es geht wieder wie gewohnt weiter und nachdem wir, ich glaube das Mikro ist ein bisschen zu nah, wird jetzt kurz laut. So, das war's auch schon. Letztes Mal haben wir die Bewohner von Endale vernichtet. Aber bevor wir weitergehen zu Harris, der lebt noch, und die Kinder, gehen wir erstmal gucken, was die hier im Keller hatten. Falscher Knopf. Ah, das ist jetzt der Wechsel zwischen Fallout 3 und Crysis. Habe ich schon mal in Crysis erklärt. Hier ist die Aktionstaste E und Crysis F. Das ist ein wenig verwirrend und hier... Hier jumpt irgendjemand durch die Gegend. Ja, das hier scheint ein Keller voller Leichen zu sein. Sieht ein bisschen aus wie eine Metzgerei. Nehmen, Grognard der Barbar. Ja, Fähigkeitenbuch, her damit. Sie haben Karma verloren, ist mir egal. So. Ödländer. Es sieht so aus, als ob die Smith und die Wilson Menschen gefressen haben. Ist ja ekelhaft. Sonderbares Fleisch mal 10. Sonderbares Fleisch mal 10. Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was sonderbares Fleisch ist. Leute, nehmt mir nicht übel, aber ich will hier wieder raus. Ich finde das ein bisschen pervers. Öffnen. So, und wir haben Grognard der Barbar gefunden. Hatten wir schon mal. Lesen wir nochmal. Nahkampfwaffen um 2 erhöht. Da haben wir letztens unsere schöne Fähigkeit ausgewählt. Nun ja, wir gehen mal Harris besuchen. Er hat sich, ja, nicht gegen uns aufgelegt. Und er hat uns auch gesagt, hier wären alle verrückt. Nun ja, wir gehen mal herein. Schöner Tag heute, nicht wahr? Und hier sind die Kinder. Hallo, Harris. Ich habe gerade Endel die Bewohner ausgelöscht und er findet, es ist ein schöner Tag. Auch wenn diese Leute meine Familie waren, es musste einfach getan werden. So viele Jahre lang war ich genau wie Sie. Es ist... Ich kann gar nicht darüber sprechen. Das Einzige, was ich tun kann, ist diese Kinder großziehen und versuchen, aus Endale ein ordentliches Städtchen zu machen. Was wird mit den Kindern passieren? Und jetzt? Also auch hier aufgewachsen. Die Kinder bleiben bei mir. Ich kümmere mich selbst um ihre Erziehung. Was wird mit den Kindern passieren? Eine Schande, dass sie ohne Eltern aufwachsen müssen. Aber wenn ich's recht bedenke, ist es eigentlich besser, als mit ihren Eltern aufwachsen zu müssen. Besser ein Waisenkind als ein Kannibalenkind, oder? Wir werden unser Bestes versuchen. Ich weiß ja nicht, wie andere das sehen. Und jetzt? Beziehungsweise in dem, was davon übrig ist. Es wird nicht einfach, aber wir werden unser Bestes geben. Ich hoffe nur, dass diese Kinder eines Tages hier was Gutes tun, nach all den schlimmen Sachen, die hier passiert sind. Na sicher. Ja. Bin aber nicht sonderlich also stolz darauf. Hier aufgewachsen. Es war einfach normal. Wir alle haben es getan. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Ich heiratete Gladys. Wie jeder andere Junge in Endale eben das nächste Mädchen in seinem Alter heiratet. Wir hatten Linda, die später Jack heiratete. Erst als Gladys starb, begann ich, über das alles hier nachzudenken. So viele Menschen in den ganzen Jahren. Hunderte, ja vielleicht Tausende. Aber was sollte ich tun? Ich bin ein alter Mann. Aber Sie haben dem Ganzen ein Ende gesetzt. Tausend Dank. Tschüss. Ja, das war's auch schon. Das war eine freiwillige Quest. Hierfür haben wir... Ja, was heißt freiwillige Quest? Keine... Man könnte sagen, keine richtige Quest. Aber, ich sehe es als Quest an. Auch wenn wir keine Erfahrung kriegen, redest du mit mir. Eltern seien weggegangen und würden nicht mehr zugekommen. Er sagt, er wird mir mehr erzählen, wenn ich älter bin. Aber ich vermisse meine Mama und meinen Papa. Lebst du gerne in Endale? Was machen deine... Ja, das ist eine gemeine Frage. Erzählen Sie mir von Endale. Wieso sieht sich den? Der ist doch wirklich noch jung. Die meisten Leute, die uns besuchen kommen, verschwinden bald wieder. Papa sagt, es könnte viel schlimmer sein. Und dass es anderswo Kinder gibt, die verhungern. Aber ich hätte gern mehr Kinder zum Spielen.
Das, was alle Eltern machen. Meine Mama kocht. Was machen deine Eltern? Mein Papa arbeitet mit Mr. Wilson. Sie arbeiten im Keller oder in Mr. Wilsons Schuppen. Papa sagt, wenn ich älter bin, darf ich mit ihm arbeiten und beim Familiengeschäft mitmachen. Oh Gott, die wollten ihn auch einbeziehen. Sagt, ich soll nicht erzählen Sie mir von Endel. Nee, das mache ich nicht, weil ich habe keine Lust, den zu sitzen. Wieso? Ist doch egal, was dein Papa sagt, er ist doof. Jenny Wilson. Sie sagt immer noch nichts, sie ist doof. Blöde Zicke. Naja, wir machen jetzt Schnellreise, denn wir haben etwas vergessen und diesmal missfällt es mir nicht. Und danach werden wir uns eine kleine Extrawaffe holen. Ein wirklich schönes Goodie, damit können wir also ziemlich alles neutralisieren, was uns in den Weg kommt. Nun ja. Lad schneller, lad schneller. Ah, geht doch. So, letztes Mal sind wir da lang und haben eine Kugel gefangen. Und dieses Mal gehen wir auch da lang. Nein, wir gehen nicht da lang. Wir haben keine Munition mehr. Wir gehen andersrum. Naja, wir müssen eh in diese Richtung. Von daher passt das eigentlich ziemlich gut. Ich muss mal wieder zu Moira mal ein bisschen Munition schnorren. Wenn man das so nennen kann. Ich kaufe sie ja. Ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. Was ist das denn? Ein Fußballtor? Ein Zaun, der nichts einzäunt. Schöne Sache, das. Und hier haben wir unser kaputtes Roboterhörn. Oh, Scheißteil. Oh Gott. Also die Uncut-Version ist echt geil. Nun ja, ich mache einfach mal weiter. Ja, wir gehen weiter zum Boot, denn wir haben zwei schöne Sachen vergessen. Und jetzt werden wir wieder verstrahlt. Ist doch schön. Was mache ich hier? Springen, springen. Das sieht voll dumm aus, bestimmt. Springen, springen. 1, 2, 3, 4. 4. So, wir haben einen Kampfhelm und eine Kampfrüstung vergessen. Letztes Mal dachte ich, es wäre eine Powerrüstung und ein Powerhelm, aber als ich mir das Video noch mal angeguckt habe, habe ich gesehen, es ist ein Kampfhelm und eine Kampfrüstung. Und ich wurde auch noch mal darauf hingewiesen, dass ich hier was vergessen habe. Zieh mir beides an. Ist nämlich beides besser als das, was wir tragen. Viel besser. Außerdem sind die kaputt. Ich sollte mal besser auf die Sachen achten, damit ich sie auch reparieren kann, wenn nötig. Jetzt, nee, nicht Vault 101, erstmal nach Megaton. So, Megaton ist wichtig. Dort ist der einzige Händler, den wir momentan besuchen können. Ja, wieso können wir nur gehen? Hallo? Ich scheine überlastet zu sein. Kann das sein? Nein. Sie will nicht rennen. Waffe wegpacken. Habe ich gedrückt? Ah, ich habe irgendeine Taste gedrückt, das Rennen, das Gehen, automatisches Gehen und automatisches Rennen vertauscht werden. Aber ich weiß nicht, wie ich das getan habe. Mal so? Nee. Ja, ich halte einfach mal die Taste gedrückt. Normalerweise rennt sie automatisch. Ist doch scheiße. Naja. Okay. Ich gehe erstmal in mein Haus und schlafe eine Runde. Hallo. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ach, das sehen wir jetzt beim Schlafen. 7 Uhr am Morgen. Schlafen wir mal 12 Stunden. Dann haben wir 19 Uhr. Nee, 10 Stunden haben wir 7.30 Uhr am Abend. Nein, Quatsch. Doch, ist richtig. Und dann wird Moira noch offen haben. 5 Uhr am Abend. Ja, ich bin schlecht im Rechnen, ich weiß. So. Mich nervt es jetzt ein bisschen, dass ich immer Shift gedrückt halten muss zum Rennen. Das ist ein bisschen doof. Hallo, Mumu. Mumu. Tschö. Ich drück mal kurz. T. Nein.
Z. Ich weiß nicht, was das bringt, aber ich glaube, irgendwie in dem Bereich muss ich eben auf eine Taste gekommen sein. Ach nein, ich weiß, was das Problem ist. Ich bin auf die Feststelltaste gekommen. Raus damit und wir rennen wieder automatisch. Ach, wussten Sie schon, dass der menschliche Kopf... Ja, solche Fehler können passieren. Hallo, Moiwa. Schau. Ja, sehr interessant, haben wir schon von dir gehört. Sehen wir mal, was Sie im Angebot haben. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt noch auf die Munitionsübersicht. Kauf das schon mal ein.